keine Sorge, Franz, ist nichts passiert, aber das kann ja gut und gerne mal der Fall sein. Und für solche Fälle ist die Bergwacht da und die Gläserne Stadt geht aus diesem Grund heute die Bergwacht besuchen. Das bei Franz und mir war ja gerade zum Glück kein echter Notfall, aber wie viele Notfälle passieren denn? Also statistisch gesehen passieren im Jahr zwischen 100 und 130 Einsätze, also Bergwachteinsätze. Und die splittern sich auf in einen kleinen Teil an Kletterunfällen und einen großen Teil an Wanderunfällen. Und bis jetzt haben wir 30 Einsätze gefahren, das ist Rekord dieses Jahr. Wie schnell müsst ihr denn am Einsatzort sein? Wir haben als Bergretter ein bisschen länger Zeit. Der Rettungsdienst, der hat ja eine festgelegte Hilfsfrist von 12 Minuten. Die Bergrettung, da sie ja auch ehrenamtlich organisiert ist, hat etwas länger Zeit. Und wir brauchen meistens zwischen 20 und 30 Minuten, bis wir am Patienten sind. Natürlich, wenn irgendwo ein Einsatz ganz weit mitten im Wald am äußersten Ende ist, kann es auch mal länger dauern. Aber meistens passieren ja die Wanderunfälle auf den Wanderwegen und da sind wir relativ schnell da. Was sind denn eure allgemeinen Aufgaben? Also warum seid ihr wichtig für unser Gemeinwesen? Wir haben eine Daseinsfürsorgepflicht. Wir retten die Leute, die auf Wanderwegen verunfallen. Wir suchen Menschen, die sich im Wald in der Sächsischen Schweiz verirrt haben. Wir retten auch Kletterer, die verunglückt sind. Oder wir helfen auch mal Kletterern, die ihr Seil verloren haben oder wo sich das Seil verklemmt hat. Und wir unterstützen auch den Rettungsdienst, wenn der Rettungsdienst, also der geplante Rettungsdienst sozusagen, im Gebirge Hilfe benötigt. Wo kommt ihr denn gerade eigentlich her? Wir starten heute von der Bergrettungshütte Bielertal. Wollen wir uns mal anschauen? Ja, sehr gerne. Okay, geht los. In den deutschen Hoch- und Mittelgebirgen engagieren sich 12.000 Bergretterinnen und Bergretter, um Menschen eine notfallmedizinische Versorgung zu ermöglichen. In Sachsen gibt es drei verschiedene Abschnitte der Bergwacht: Erzgebirge, Sächsische Schweiz und Zittau. Seit wann es die Bergwacht im sächsisch-böhmischen Grenzraum gibt, ist nicht bekannt. Heute geht man davon aus, dass sie seit 1912 in diesem Gebiet besteht. Heiner, kannst du mir vielleicht erzählen, wozu es diese Hütten gibt? Die Bergwachthütten im Bielertal und in Raden sind die Versorgung oder die Sicherstellung der Bergwachtseinsätze in dem Sommerhalbjahr. Und wie viele Hütten gibt es da? Habe ich richtig gehört, dass es nur zwei sind in der Sächsischen Schweiz? Es ist in Raden und im Bielertal und die werden in dem Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober von ehrenamtlichen Rettern aus verschiedenen Bereitschaften besetzt. Wer arbeitet denn an sich hier? Sind das nur Ehrenamtliche? Es sind alles Ehrenamtliche. Die Bereitschaften aus Dresden, Meißen, Großenhain, Bautzen, Bad Schandau und Pirna, Sebnitz, bereiten sich hier auf den Einsatz vor, sind bereit, falls es zu einem Notruf kommt. Und wie sieht euer typischer Arbeitsalltag in der Bereitschaft aus? Man trifft sich hier, man reist entweder freitags oder sonntags früh hier an, überprüft seine Ausrüstung und hält sich dann fit, indem man vielleicht ein oder andere Übung macht oder sich die Fahrzeuge in Ordnung hält. Sophia, wozu gibt es eigentlich das Quad und den Defender? Ja, das sind beides sehr geländegängige Fahrzeuge und wir brauchen auf jeden Fall geländegängige Fahrzeuge, da wir auf dem unebenen Gelände unterwegs sind. Dabei ist das Quad ein sehr flexibles Einsatzfahrzeug, was vor allen Dingen für den Luftretter gedacht ist, damit der, wenn der Hubschrauber mit alarmiert wird, flexibel zum Hubschrauber hinkommen kann. Was habt ihr denn sonst noch für Ausrüstung? Können wir vielleicht mal in den Defender reingucken? Na klar, gerne, komm mit. Ja, hier hinten ist immer ganz schön viel drin. Hier ist der Sani-Rucksack drin zum Beispiel. Der Bergrucksack, wir haben auch natürlich eine Steifkorbtrage drin, Rucksäcke mit Kletterausrüstung, wie zum Beispiel der hier gleich ganz vorne steht. Hier haben wir Seile drin, wir haben Karabiner, Rollen, alles das, was man eben braucht. Ihr habt ja vorhin gesagt, dass ihr auch die Luftrettung unterstützt. Wann kommt denn eigentlich der Hubschrauber? Ja, der Hubschrauber kommt natürlich erst dann zum Einsatz, wenn der Einsatzleiter ihn anfordert und es eben für nötig hält. Und fliegt natürlich auch nur bei den entsprechenden Wetterbedingungen.
Einsatzlage. Wir haben einen männlichen Wanderer, der ist abgestürzt, liegt 5 Meter unterhalb auf einem Band. Und die Vorhut mit 3 Leuten geht vor, macht die medizinische Erstversorgung. Was für eine Übung findet denn hier gerade eigentlich statt? Ja, wir machen eine Übung mit unseren Einsatzkräften, mit unseren Nachwuchskräften und simulieren hier einen Wanderunfall. Der Wanderer ist hier oben abgestürzt, liegt nun 5 Meter unterhalb auf einem Absatz. Und das Ziel der Übung ist, den Wanderer am Anfang erst zu versorgen und dann mit Hilfe einer Schleifkorbtrage nach unten zu retten. Als Bergwacht müsst ihr ziemlich fit sein. Wie haltet ihr euch denn fit und was gibt es eigentlich alles für Übungsmodule? Also die Ausbildung der Bergrettung ist relativ anspruchsvoll und erstreckt sich über 3 Jahre. Die Bergretter müssen verschiedene Module und verschiedene Testate absolvieren. Dazu gehören zum Beispiel ein Fitness-Testat. Da muss man innerhalb von sehr kurzer Zeit eine 1000 Höhenmeter laufen und man muss auch ein bisschen klettern. Man muss ein Klettersteigtestat absolvieren. Man muss aber auch Skifahren können, sowohl alpin als auch Langlauf. Und letztlich muss man auch Knoten beherrschen, sich im Gelände orientieren können, verschiedene Rettungstechniken müssen beherrscht werden und der Hauptteil der Ausbildung ist im medizinischer Bereich. Das heißt, entweder besucht man einen Wochenlehrgang, der dann mit einer Prüfung abschließt, oder manchmal gibt es auch Wochenendmodule und zusammen ist man dann Sanitäter der Bergrettung. Woher kommt denn deine eigene Begeisterung, bei der Bergwacht zu arbeiten? Ja, ich bin seit 2015 beim DRK in Sebnitz angestellt, habe da meine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht. Und die Bergrettung wird ja vom Kreisverband Sebnitz auch aus organisiert. Und da lag es nahe, dass man dann auch in die Bergrettung eintritt. Ich bin aber auch schon seit ich 10 bin am Felsen unterwegs und leidenschaftlicher Kletterer und Skifahrer. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich in der Bergrettung mitmachen kann. Und daher auch die Begeisterung. In Deutschland benötigen fast 13.000 Menschen eine notfallmedizinische Versorgung von ehrenamtlichen Retterinnen und Rettern der Bergwacht pro Jahr. Das entspricht mehr als 35 Rettungen am Tag. Die Bergwacht ist unter anderem Teil des Rettungsdienstes und gehört zum Deutschen Roten Kreuz. Zu den Aufgabengebieten gehören notfallmedizinische Versorgungen im Gelände, Fels-, Pisten-, Höhen- oder Seilbahnrettungen. Lukas, wir haben ja heute den ganzen Tag mit euch verbracht. Kannst du uns vielleicht noch mal mitnehmen? Was sind denn so die Besonderheiten des sächsischen Kletterns? Die Besonderheiten des sächsischen Kletterns sind einfach, wir haben hier ein komplettes Sandsteingebirge. Das heißt, es besteht alles aus Sand und ist sehr, sehr porös. Und dadurch können wir auch nur mit Seil und alles möglichen Sicherungen setzen, im Gegensatz zum Granit der Alpen. Und das ist die Besonderheit des sächsischen Kletterns. Dementsprechend ist hier aber auch alles ein bisschen gefährlicher, was das Klettern angeht, weil es einfach viel, viel leichter rausbricht als jetzt beim Granit, wie man das in den Alpen kennt. Du hast uns ja gerade gesagt, dass es auch gefährliche Orte gibt. Vielleicht kannst du uns ein paar Empfehlungen geben, wo man schön und sicher wandern und klettern gehen kann. Bisschen Geheimtipp zum Wandern zum Beispiel ist die Bennohöhle hier direkt in der Nähe. Im Biedertal, das ist eine kleine Höhle, da kommt man auch ohne große Erfahrungen rein. Und das kann ich wirklich empfehlen, weil es mal was komplett anderes ist. Auch diese Höhlenerfahrung, dieses komplett Dunkle. Und zum Klettern ist eigentlich hier hinten auch das Biedertal der Krieche noch sehr, sehr cool. Und wenn man wandern gehen will, einfach nur, ist der kleine Bernstein ein wirklicher Geheimtipp die letzten Jahre. Und das war's von der Gläsernen Stadt und der Bergwacht der Sächsischen Schweiz. Wollt ihr mehr über unser Angebot erfahren? Dann schaut doch mal auf unserer Homepage www.gläsernestadt.de oder unserem Instagram-Kanal nach. Bis bald!